Supercharge! Was möchtest du Easy-Modo anmachen? Was? Geiles Herz übrigens. Nein! Okay, erste Phase habe ich schon mal geschafft. No hit. Hä, wo sollte ich hinspringen? Da war nirgendwo Platz. Möchtest du ihn? Hä? Wie gesagt, die erste Phase krieg ich easy peasy durch. Nein, der war schon blau, sonst sind noch drei Sprünge blau. Warum hat er schon noch zwei? Okay. Fortschritt. Fortschritt. Ich konnte nichts machen. Das war Bullshit. Oh, Fortschritt, Fortschritt! Glaube ich? Zumindest? Seit wann? Seit wann ist er beim zweiten Sprung blau? Ist immer beim dritten Sprung! Warum ist er da blau manchmal? Manchmal zwei Sprünge, manchmal drei. Es ist immer random. Scheinbar. Okay, jetzt. Okay, Fortschritt, Fortschritt. Oh, dritte Phase, so weit wir schon lieb. Okay, okay. Jetzt macht er den Ball, ne? Yeah, yeah, yeah. Das verstehe ich nicht. Manchmal trifft einen der Ball ohne Grund. Das ist so dumm. Oh, und dann alles neu. Möchtest du einen netten Wunsch erhalten? Jetzt noch nicht. Jetzt. Ja. Okay. Komm schon, bleib stehen. Letzte Phase. Das ist die schwierigste. Offensichtlich. Was? Verpasst keine Chance zum Angriff, das zählt? Hä? Was? Wir konzentrieren. Warum? 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 Warum dasht sie in die andere Richtung? Wo bin ich? What the hell? Nein, warum dasht sie wieder in die Ver- Ich muss warten wegen dem blöden. Na, das war.
Okay, letzte Phase. Ich glaube, die letzten Phasen schalte ich immer rein. Warum? Hä? Ich hab doch gedrückt! Au! Warum? 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 I'm gonna get you! Ruhe an, Frieden. Oh shit. Hab dann Fehler gemacht, aber es hat sich. Okay, meine ich. Okay. Wo ist er? Da. Okay, dritte Phase. Ich verstehe die dritte Phase einfach nicht. Ich habe einen falschen Hut ausgewählt aus Versehen. Oh, ja, es zählt. Hab ich getroffen. Shit. Aufpassen. Macht er drei, viermal? Viermal. Oh! Oh mein Gott, der Sack! Okay, aufpassen. Das Problem ist, jetzt macht er seine Ultra Special Attack. Das Leuchtheim, wenn ich kurz davor bin, getroffen zu werden. Was? Die bouncen? Oh. Letzte Phase. Mal wieder. Ich trau mich nicht. Okay. Ich kann mich nicht bewegen! Hä? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Okay, dritte Phase. Der Balli. Mafia Ball. Warum? Ich verstehe diese. Das Kühen lieben? Was? Der Grund, warum ich hier mal einen vollen Sprung empfehlen kann, ist, weil wenn du dann. Weil du dann am Ende nochmal einen weiteren Sprung übrig hast, um nochmal zu korrigieren. Das ist so, und dann kann ich nochmal ganz schnell springen. Plus, ich kann auch mal den hier machen. Also, erstmal so versuchen und dann ja. Wegen dem Sack habe ich es nochmal gemacht. War mir nicht sicher. Stopp! Ne, mach mal einmal. War mir gerade nicht sicher. Okay, aber dritte Phase. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt dritte Phase. Okay. Oh, ich. Okay, es zählt, alles gut. Ah, der macht noch nicht. Jetzt macht er es. Ah! Okay. Schnauze. Die Säcke haben eine große Hitbox, denkt dran. Die Hitbox ist eher so die Größe von dem unteren Teil des Sacks. Das ist das Größte, was geht. Es ist halt wirklich nur seine letzte Attacke, sein Mega-Charge. Den check ich nicht. Den habe ich aber schon vorher nicht verstanden. Ich hab doch. Ich hab mir Gameplay angeschaut, mehrmals von diesem Mega-Charge. Die haben auch noch nur richtig viel Glück, also da gibt's keinen Skill. Das ist ein. Also doch, natürlich gibt's das Skill, aber halt. Es ist sehr, sehr dependent von Luck. Und dann auch nochmal von deinem Skill.
Also werde ich hier so lange sitzen, bis ich Luck habe, dass diese Säcke von oben nicht genau da runterkommen, wo ich gerade safe landen will. Das ist, kann ich nichts machen. Ist einfach so. Das ist Bullshit. Ist aber schlecht gemacht. Ja, ich bin halt getanzt gesehen. Die Säcke sind immer da, wo das Spiel prediktet, wo du als nächstes bist. Also es ist halt immer sehr, sehr böse platziert. Okay, jetzt hilft noch. Dritte Phase? Ja. Das ist nicht schwer. Mega Charge ist schwer. Mega Charge! Nein, 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 nein. Hä? Was konnte ich denn jetzt dafür? Phase. Sehr verbuggt. Warte, er macht seinen Mega Charge nicht. Nein! Er macht auf einmal seinen Mega Charge. Oder war das noch die zweite Phase? Nee, das war die dritte Phase. Er hat seinen Mega Charge nicht gemacht. Er hat so viel Glück und dann verkackt es einfach. Ist nicht dein Ernst? Alter, das ist so unangenehm. Dritte Phase. Jetzt macht er das doch. Geh sofort den Hut einsetzen. Wenn mich irgendwas treffen sollte. Oh, oh mein Gott, ich hab's ausgewichen. Okay, hallo. Schnauze halten, Schnauze halten. Okay, okay, ein Level, ein Treffer noch, ein Treffer noch. Nein. Nein! Nein! Oh, er lebt noch! Ich sitze hier fast. Ich sitze hier 50 Minuten. Oh, ich habe über 50 Tode. Oh. Ich könnte heulen. Das war so schwer. So, ich hoffe, nach dem ganzen Rumschreien habe ich nicht aussehen meine Audio kaputt gemacht, ne? Mein Mikro und so. Aber ja, tatsächlich habe ich nach der 50 Minuten Aufnahme, die ich mal nebenbei so geschnitten habe, ne? Noch genug Zeit für ein weiteres Level. Da wir jetzt mit Mafia Town komplett durch sind, also wirklich komplett, denke ich schon, ja. Können wir jetzt weitergehen zu Chapter 2 mit Deadbird Studio. Sicherheitsverstoß. Ich glaube, im Englischen heißt das Level sogar Security Breach, was ich lustig finde. Das wird deine schwerste Aufgabe sein, nicht nervig zu sein. Oha, okay, sorry, Mann. Der Sicherheitsdienst wurde verbessert. Drastisch. Jetzt sitzt er dort. Some? Ja, was? Some? Some Ghost oder so. Ja, ich denke, es wird das gleiche Level sein, nur... Yeah. Unser Auto passt überhaupt nicht. Aber ja, ich glaube, das wird das gleiche Level sein, nur mit dem Unterschied, dass wir uns nicht einmal sehen lassen dürfen, wahrscheinlich. Irgendwie sowas.
Oh, wir wurden schon gesehen. Ja, I don't know. Ready, darlings? Let's... Ich mach das Level erstmal ganz normal. Ist ja kein langes Level. Und danach... Danach werde ich es nochmal machen mit den Challenges. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es nicht First Try schaffen mit allen Challenges. Wahrscheinlich so nicht ein einziges Mal sehen lassen. Und kein Angriff auf Kaktus oder sowas. I don't know. Nein! Ah, wie soll ich denn da durchkommen? Ach, dann muss ich wieder von hier aus? Okay. Gibt's einen Umweg? Doch, es gibt noch einen Umweg. Warum mache ich es mir denn so schwierig? Ich kann doch einfach von hier oben ausspringen, oder? Nicht? Nee, darf man nicht. Da darf man nicht mehr drauf. Okay, vielleicht war das auch eine andere Challenge. I don't know. Vorhin hat er mich doch dort auch nicht gekillt. Hey! Verstehe ich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Haha. Nein, wo bin ich denn? Oh, wo bin ich denn? Oh, wo bin ich denn? Oh, gar nicht da. Ich existiere gar nicht. Ich bin nie hier gewesen. Ich muss da lang. Da links ist nichts. Nee. Ja, komm mal zurück, bitte. Okay. Und jetzt. Oh, das Ding hat mich weggebounced. Habt ihr es gesehen? Okay, okay, gut. Hier bin ich noch nie lang gegangen, übrigens. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Es kann sein, dass das hier eine große Zeitverschwendung ist, weil es irgendwie nur so ein Wollknäuel oder sowas gibt. Das ist ein Herz. Okay, ich glaube, hier war mal ein Wollknäuel. Normalerweise. Ja, hier oben war irgendwas. Vielleicht auch ein Token oder so. Ja, ich war hier halt nie. Ich dachte, der wäre der richtige Weg, weil da halt dieser Typ da ist, der seinen Film macht. Und der Hauptdude, der ist dort. Und deshalb hier irgendwo. Na, egal. Herz, danke. Boing, boing. So, wir sind gleich durch. Zerstörung von Eigentum. Ja, ist doch egal jetzt. Wir werden abgeschossen. Obwohl sie gar nicht wissen können, dass sie uns abschießen sollen. Cool. Hä? What? Freuen Belästigung. Ich bitte in Ruhe. Wo muss ich denn lang? Ich muss da runter. Ja. Okay. Aktivieren und... Okay. Und sofort weiter. Oh, okay, hat geklappt, hat geklappt. Hä? Ich bin einmal kurz abgesprungen. Oh, ich habe mit Checkpoint bekommen. Danke, nett. Nett, danke Spiel. Ja, das sieht man noch nicht. Mit meinem großen Hut. Das fällt schon nicht auf. Ich habe Angst, wie schwer die Challenge sein wird. Lichter sind aus. Achso, Lichter sind nur ganz kurz aus. Haha! Ganz kurze Zeit für euch. Ja. Und weiter geht's. Ich will meinen Kochhut haben. Ich will zeigen, dass ich den Boss besiegt habe. Aua. Achso, hier muss ich aufpassen. Stimmt, der war ja was. Nein. Hä? Wer, wie, wo, was hat mich getroffen? Hm? Mach ich meine Zeitlupe lieber mal. Ich will das kurz gucken. Ah, das ist der Boss. Das ist der Boss. Der Boss. Yes, Boss. Okay, okay, chillig, chillig. Da ist noch was drinne. Das ist der andere Boss nämlich. Ist jetzt egal. Hab ich halt verpasst. Irgendein Token. Jetzt nicht wichtig. Hol ich mir irgendwann ein andermal oder so. Wird er auch mal aufzugucken? Nee, tut er nicht. Ich muss da durch. Ah, okay. Funktioniert. Jetzt muss ich da lang. Ja. Antwort ist ja. Antwort ist... Oh, oh.
Antwort ist, oh, how the hell habe ich das hier vor? Oh, ich habe einen Plan. Ich habe nicht gewusst, dass ich währenddessen abgeschossen werde. Okay. Nein, stopp. Warum? Okay. Nein! Nein! Time stop! Ich hab dich nicht gesehen. Oh mein Gott, dass Time Stop hier einfach funktioniert, ist ja mega cool. Bin ich. Wo ist der Typ? Da ist er. Okay. Ich sehe nichts. Nice. Wir sind da. Wir sind durch. Können wir ein neues Bild machen? Oder was passiert jetzt? Yay! Juhu! Boi. Ne, einfach vorbei. Lass mich raten, die Challenge wird sein. Lass dich nicht ein einziges Mal blicken. Hab ich recht? Oh! Aber es gibt noch viel mehr. Okay, warum auch immer das jetzt gesagt hat. Ja, ich habe schon einiges geschafft, das stimmt. Okay. Ein Risszusammenbruch hier. Und das nächste Level. Was, wir können hier schon zum Boss gleich. Hier ist der Boss. Und hier ist irgendein gemeinsames Level, was man dann mit allen... Ah, wahrscheinlich mit allen Rifts. Wenn man alle Rifts gemacht hat, kriegt man das hier dann. Ah, okay. Schließe mit Strafgebühren unter 200.000 ab. Okay, das geht ja noch. Ich habe irgendwie... Wie viel habe ich? 500.000 oder so gehabt? Ich wusste es. Werde nie erwischt. War doch klar. Warte, mit werde nie erwischt heißt, ich darf mich nicht treffen lassen, aber wir dürfen nur machen, oder? 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 Ich brauche eine Strategie. Also ja, ich habe jetzt eine Taktik, wie ich das hier machen kann. Den Hut, den wir am meisten benutzen wollen, ist der Sprinthut. Und es gibt sehr, sehr viele Orte, wo man... Ja... wo man skippen kann. Ja, da wurde ich jetzt hier kurz gesichtet, aber es ist okay, wenn deren Lichter gelblich werden, so orangig-gelblich. Das zählt noch nicht als gesichtet. Erst wenn die wenn wir wegen denen Damage nehmen, dann zählt das gesichtet. Ja, hier kann man übrigens drüber. Und, okay, das war jetzt mein Fehler. Aber was man auch noch machen kann, passt auf, man kann nicht, warte. Man kann hier drauf stehen. Das wusste ich nicht. Und das muss man machen, um hier durchzukommen. So, den können wir auch einfach ignorieren. Wir wollen hier einfach drüber dashen. So. Das ist auch ziemlich easy. Das kurz abtimen. Und das war's. Mit der Passage. Das ist einmal ein Dium. Manchmal macht er einen Dium. Jetzt gerade nicht. Dann wollen wir abwarten. Drüber. So. Kurz chillen. Okay. Hier kurz chillen. Immer hinter ihm bleiben. Na, verdammt. Nicht hinter ihm bleiben. Man kann auch so super Jumps machen. Das funktioniert natürlich auch. So, und durch. Ja, wenn die machen. Zum Glück zählt das nicht dazu. Also, das dürfen die. Da hat man noch nicht direkt verloren. Das ist natürlich sehr, sehr gut, sehr hilfreich. So, aufpassen, in welche Richtung gehen wir mal gucken. So, wir gehen durch, so wie ich gerade gemacht habe. Okay, hier runterfallen und uns, verdammt schlecht, hier verstecken, weil wir werden abgeschossen. Erinnert ihr euch dran. Was hier sehr hilfreich ist, ist einfach den Zeitlupenhut benutzen. Den kann ich eigentlich nur empfehlen. So. Gleich beide Male. Jetzt war ich nur kurz, bis er mit dem Raketenfeuer fertig ist. Bumm. Jetzt kurz abtimen. Ah, schlechtes Timing. Jetzt sind sie genau beide dort. Okay, und jetzt schnell durch. Das sollten nämlich nicht sehen. Leider werde ich hier jetzt verfolgt von dem Ding. Okay. So, und weitere. Achso, ich habe gerade den Schalter aktiviert. Doch, habe ich. Klar, habe ich den aktiviert. Lol. Achso, ich muss aufpassen wegen dem Geld, wegen dem Strafengeld. Ja.
Hier gibt es gleich noch eine weitere Taktik, die ich euch zeigen werde, wenn wir dann dabei sind. Dort anzukommen! Immer wenn ihr denkt, ihr seid kurz davor, gesichtet zu werden, sofort den Zeitlupen-Move benutzen. Wirklich. Das ist wirklich ein Timesaver. Lebensretter, besser gesagt. Das ist wirklich ein Lebensretter. Ja. So, hier kann man einfach nur so chillig drüber. Braucht man den gar nicht. Oh nein, Manipulation. Achso, und hier gibt es einen richtig krassen Trick, den ich gesehen habe. Mit dem Eishut. Jetzt passt auf. Wir werden ja immer abgeschossen, ne? Und immer, wenn das Ding kurz davor ist, uns zu treffen, machen wir einfach den hier. Und die sehen uns nicht. Die checken das nicht. Und das ist super nützlich. Wo ist der Raketenwerfer? Okay. Easy. Ne? Oder? Ist doch easy. So, hier, das ist auch nicht so schwer. Weil hier kann man auch einfach... Verdammt. Hier kann man auch einfach hier kurz chillen. Und dann... ja. Das machen. So, hier einfach durchrushen. Ganz ehrlich, einfach Zeitlupe nehmen. Durchrushen. Und hier kann man stehen. Hier, wo es so hell leuchtet. Aua. Kann man stehen. Ja, und ab hier ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Das meiste haben wir hinter uns. Auf jeden Fall. Nur aufpassen, wir werden immer noch abgeschossen. Denkt dran. So, ist das Ding immer noch da? Okay, nee, gut. Ja, und damit sind wir durch. Das war's. Das könnt ihr auch übrigens skippen. Falls ihr schon irgendwie 100.900 oder so. 190.000 meine ich. Habt. Also wirklich nicht schwer, wenn ihr das macht, was ich gemacht habe. Dann ist es wirklich nicht schwer. Wow. Cool. Alright, hat sich wirklich gar nichts dadurch geändert. Aber beim nächsten Mal machen wir dann einen Zeitriss zusammen mit weiteren Deadbird Studio Leveln. Ihr seht, wir haben eigentlich schon, wir können eigentlich schon so ziemlich alle sehen, die es hier noch gibt. Also, ja, seid auf jeden Fall darauf gespannt. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich mich dann wieder rumärgere mit diesem Spiel.